Der Jean-Claude Pivet hat gut lachen. Am Vierwaldstättersee, an der Geburtsstätte der Schweiz, kann er sein neuestes Werk präsentieren. Die zweite Tagheuer Smartwatch. Die Connected Modular 45. Ich bin auch natürlich stolz, dass wir eine totale Innovation gefunden haben. Die Modularität, dass man jederzeit diese Uhr von einer Smartwatch in eine mechanische Uhr umwandeln kann. Der Konsument kann es selber machen. Wie früher, als man eine Kamera hatte, konnte man auch die Linsen ändern. Und das haben wir geschafft. Das ist eine phänomenale Neuigkeit. Nicht nur mit dieser Neuigkeit kann Tagheuer aufwarten. Neu steht auf jeder Tagheuer Connected Swissmade drauf. Swissmade für eine Smartwatch hat natürlich ein bisschen weniger Bedeutung als für die normale mechanische Uhr. Und jeder versteht es natürlich auch, dass auf einer Smartwatch ist der Swissmade nicht so wichtig. Aber wir gehören zur Schweiz. Wir haben eine Heimat, wir haben eine Tradition, wir haben eine Kunst, wir haben eine Kultur. Und wir müssen das auch verteidigen. Und auf allen unseren Uhren stand bis jetzt immer noch Swissmade. Und wir wollten, dass der Swissmade auch auf der Connected-Uhr ist. Aber dafür mussten wir die elektronischen Module bei uns zusammenbauen, bei uns testen, kontrollieren, bei uns auch ins Gehäuse reinbringen. Und wir mussten natürlich das Gehäuse bei uns machen. Und das alles haben wir geschafft, weil wir einen Technologietransfer von Intel bekommen haben. Wir hätten das alleine nie machen können. Wir haben aber über das Atlantik, haben wir diesen Transfer bekommen von Intel, die uns diese Assembly Line aufgebaut hat, unsere Leute gebildet. Und heute haben wir 50 Leute, die das dann bei uns machen. Und das ist natürlich auch etwas, von dem ich stolz bin. Die Modularität hat seinen Preis. Den Einstieg gibt es ab 1700 Franken für die Smartwatch. Möchte man ein analoges Werk dazu, ist man bereits bei 3'500 Franken. Und je nach Armband kann der Preis dann sogar bis zu 500'000 Schweizer Franken steigen.